liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerlein kocht wertvoll hier aus dem Kochstudio Fränkel in Friedrichshafen. Heute mit meinem Freund Peter Ecker, seines Zeichens Schreinermeister aus Isny. Ja, und er sieht so unscheinbar aus, aber er hat es faustdick hinter den Ohren, im positiven Sinne natürlich. Wir werden noch ein bisschen drauf eingehen, was du alles machst, ja, und wie weit dein Arbeitsfeld reicht. Aktionsradius. Dein Aktionsradius, genau. Gute Wortwahl. Und ein besonderer Mensch braucht auch was Besonderes zum Essen. Und darum haben wir heute mal einen Strauß mitgebracht. Ja? Und zwar ein regionales Produkt, Waldburger Straußenfarm. Ganz coole Sache. Und wollen heute einfach mal dem auf den Grund gehen und schauen, wie ein Strauß schmeckt. Ich habe zwar schon einmal einen gegessen, ja, habe den ganz gut in Erinnerung. Aber ja, regionales Produkt. Also probieren wir es aus, oder? Probieren wir es aus spannend. Mit Strauß. Dann werden wir, obwohl wir keine Zahnärzte sind, trotzdem eine Wurzelbehandlung durchführen. Und zwar mit alten Wurzeln. Ja, das sind alles Karotten eigentlich. Ja? Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzeln in verschiedensten Farben und Formen. Also ganz lustig, alles Demeter-Qualität. Herrlich, also ich freue mich schon drauf, das dann auch zu essen und zu sehen, wie das dann rauskommt und wie es funktioniert. Dazu machen wir ein bisschen ein Sellerie-Püree, auch eine spannende Sache eigentlich. Ja. Das liebst du ja, Sellerie-Püree. Sensationell. Darum habe ich gedacht, er hat sich unstaublich gemacht. Zu Ehren des Peters machen wir heute Sellerie-Püree. Wunderbar, passt. Ja. Und ja, wir werden zeigen, wie das geht eben. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau, die Wurzeln werden wir mit ein bisschen Orangensaft und an der Vanilleschote behandeln. Ja. Und dann werden die mit Sicherheit ganz, ganz gut und bekommen einfach jetzt, sagen wir, in Richtung kalte Jahreszeit gehen, einfach den nötigen Power, die nötigen Aromen. Mhm. Und ich denke, dass das ganz gut zu unserem Sträußle passt. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Okay. Ja, schauen, dass das Gemüse in den Ofen kommt und dass ich nachher meinen Strauß braten kann. Ja, also nicht den Storch, da braten mir einen Strauß, müssen wir heute sagen. Ja. Also Bodenseeschalotten natürlich auch, also alles kommt beste, da rein, oder? Beste regionale Produkte. Legal mal alles rein und dann werden wir das schneiden, marinieren und in den Ofen schieben. So, aber nun, wie angekündigt, der Peter. Ja, ganz unscheinbar, aber ein ganz findiger und tüftliger Schreiner aus Isny im Allgäu. Du hast ein paar Sachen mitgebracht, ja? Also so die Basis deines Wirkens. Ja? Du machst ja auch Küchen. Genau, ja? So Küchenaccessoires. Und es steht einfach auch die Eckerküche so als große Überschrift drüber. Genau. Also was ist eine Eckerküche? Die Eckerküche zeichnet sich dadurch aus, es ist echte Handarbeit. Küchen sind immer individuell angefertigt. Also das heißt, in Maßanfertigung so. Küche von der Stange bei dir. Nee, ist keine Küche von der Stange. Und dann legen wir natürlich auch Wert darauf, dass es hochwertige Materialien sind. Also unsere Küchen, das behaupte ich mal, die, wenn man einen Schrank öffnet, die riechen nach Holz. Die riechen nicht nach künstlichen Leimen, sondern die riechen nach Holz. Und das macht viel aus. Und legen auch Wert darauf, dass unsere Schubkästen, dass die in handwerklicher Bauweise gemacht sind. Sprich, die Schubkästen sind Massivholz, sind so, gezinkt. Man halt sieht genau, sieht man es da an dieser Musterschublade. Und pfiffige, genau, pfiffige Ideen halt dahinter. So Accessoires für die Messer auch. Wahrscheinlich, oder? Genau, das ist so ein Messereinsatz und Gewürze kann man reinlegen. Und mit solchen Bemusterungen bin ich dann auch beim Kunden, um vor Ort zu beraten. Weil manchmal ist der weit zu Weg für den Kunden, dass er zu mir nach Isny kommt. Ja. Ja klar, aber du hast ja ein kleines Kochstudio. Da haben wir über Gaggenau schon mal kurz miteinander gekocht, daher kennen wir uns auch. Genau. Ja? Und darum weiß ich ein bisschen, was du so magst und habe dich natürlich auch schätzen gelernt. Auf jeden Freut Fall. Mich. Ja? Also ich war ganz, ganz begeistert, was du so alles machst. Und wir haben einen kleinen Film vorbereitet, wo man dann einfach alles oder deine Werkstatt einfach mal sieht. Und mal schauen wir einfach rein, würde ich sagen. Gucken wir rein, schauen, was der Peter so alles macht. Mein Name ist Peter Ecker, ich bin Inhaber der Schreinerwerkstätte Ecker in Isny. Der Betrieb ist mittlerweile in der zweiten Generation, wurde von meinem Vater 1968 gegründet und ich habe den Betrieb 1986 übernommen. Das Naturprodukt Holz strahlt für mich Tag für Tag eine unglaubliche Faszination aus. Der Schreiner lebt während seiner Arbeit von all seinen Sinnen. Er muss das Werkstück sehen, er muss es riechen, er muss es fühlen. Man muss es auch schmecken und das ist das Faszinierende an diesem Beruf. Unsere Arbeit ist nach wie vor geprägt vom handwerklichen Können der einzelnen Mitarbeiter, aber auch wir bedienen uns moderner Technologien wie zum Beispiel CAD-Planung oder der entsprechend moderne Maschinenpark, der mittlerweile für uns natürlich auch nicht wegzudenken wäre.
Wir haben uns in den letzten 20 Jahren zu einem Schreinerbetrieb entwickelt, der hochwertige individuelle Lösungen anbietet, wie zum Beispiel Küchen, die von Hand gemacht sind, Wohnzimmereinrichtungen, Schlafzimmereinrichtungen. Bei Auftragserteilung erfolgt das Aufmaß beim Kunden vor Ort, um die örtlichen Gegebenheiten genau festzulegen, damit unsere Planung dann auf diese Maße auch abgestimmt worden kann. Wenn Sie im schönen Allgäu unterwegs sind, besuchen wir uns doch einfach. So, also haben Sie gesehen, was der Peter so alles macht, und haben einfach mal einen Eindruck von dem, was da so abgeht. Ja? Also Handwerksqualität, dann Anzahl Mitarbeiter. Also in der Produktion haben wir momentan fest angestellt 6 Mitarbeiter, dann haben wir noch 2 in der Verwaltung, also sind so ein 10-Mann-Betrieb. Genau, und du bist selber nach wie vor auch in der Küche, wollte ich mal sagen, in der Schreinerei und machst mit, oder bist du eher fürs Administrative und die Planung und für die Aufträge zuständig? Da bleibt mir einfach nicht die Zeit, und ich muss ja sagen, so im Laufe der Jahre verliert man dann auch so ein bisschen so der Anschluss an die guten Schreiner, und da ist es dann. Aber gerade wenn wir da die Kochlöffel und die Bretter sehen, also ist schon so, dass du auch sehr großen Wert drauf legst, dass es natürlich in deinem Sinne produziert wird und die Produkte halt deine Handschrift tragen, und du lässt deine Lehrlinge einfach so einfachere Stücke anfertigen. Ja, genau, das ist dann gerade zum Beispiel dieser Pfannenwender ist ein gutes Beispiel, um für mich auch schon zu erkennen, welche Eigenschaften bringt dieser junge Mensch, bringt er mit, hat er auch, weil ein Schreiner, der lebt von seinen Sinn, der muss das Holz fühlen, der muss es riechen, der muss es sehen, der muss gucken, wie sind die Fugen, der muss sein Gehör muss er dafür verwenden, und das ist für mich ein gutes Übungsbeispiel, um zu sehen, was hat er für Anlagen. Und das hat ja schon einige besondere Aufträge auch gebracht. Ja, klar. Ja. Als ich letztes Mal mit dir gesprochen habe, hast du gesagt, ja, du musst es nach London, du hättest da einen Auftrag und so. Das finde ich ja cool. Also wie bist du da dran gekommen? Ja, also ein Großteil unserer Aufträge, die kommen schon durch Empfehlung zustande. Und das ist der Bauhaus, also war ein Privatauftrag, der größte Privatauftrag, den wir seither gemacht haben. Und der hat schon einige Arbeiten bei uns gesehen. Also wir liefern viel nach München, wir haben schon nach Winchester in England drüben, haben auch was gemacht. Und da wurde er auf uns aufmerksam, und ja, dann kam der Kontakt zustande und ich möchte nicht sagen, ein unkalkuliertes Abenteuer, aber es war eine echte Herausforderung für uns, ganz klar. Aber wir haben es gut hingekriegt. Ja klar, sowas muss ja auch sein. Ja. Und letzten Endes wächst man dadurch natürlich auch wahnsinnig und lernt. Also das ist auch immer, war seit jeher eigentlich so meine Maxime, man wächst durch die Aufgabe. Und, und dazu muss ich auch bereit sein, eigentlich so über die Grenzen von der Region darüber hinaus zu gehen. Und wir fahren relativ weit mit unseren Aufträgen, aber es ist spannend. Und es Auch logistisch, denke ich jetzt mal. Also ein Auftrag in England ist jetzt nicht einfach so, dass du sagst, jetzt kann ich noch mal schnell heimfahren und noch mal schnell was holen, sondern das muss schon Hand und Fuß haben, oder? Also das habe ich dem Bauer auch im Vorfeld gesagt, der Auftrag, der steht und fällt eigentlich so mit der logistischen Umsetzung. Da haben wir dann Gott sei Dank ein regionales Speditionsunternehmen gefunden und mit denen lief es reibungslos ab, und wir hatten insgesamt 6 Montageabschnitte. Wir waren also 6-mal eine Woche in London drüben, haben sozusagen diese LKW-Ladungen, die da ankamen, haben wir da verbaut, und muss sagen, das ist, sag ich mal, in unserem Gewerk sind Einzelanfertigungen, aber es kann auch mal sein, dass es maßlich vielleicht nicht ganz ausgeht, weil der Baufortschritt sich irgendwie anders entwickelt hat. Aber wir haben, muss man sagen, alles hat auf Anhieb gepasst. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie noch am Ende aufwendige Nachbesserungen oder Nachlieferungen. Okay, aber dafür bist du auch zu genau und zu ja, zu ich war im Allgäu. Genau, ich war 6-mal in London drüben, um zu messen oder um die Maße zu prüfen. Und das war auch gut und richtig so, genau. Ja, cool. So, also jetzt nochmal kurz zurück zu unserem Straußi. Den werden wir jetzt ein bisschen würzen, ganz klar. Wieder mit den uns und Ihnen bekannten Spezien, sage ich jetzt einmal. Melange Noir natürlich sehr grob gemahlen. Ist immer ganz wichtig, dass es schön röstet und nicht verbrennt. Ja. Und was hier so aussieht, als ob es nicht zart wäre, nicht marmoriert, ist in Wirklichkeit wirklich ein ganz zartes und leckeres Fleisch, das übrigens weniger Fett hat als Magermilch.
ich glaube, um die 1% Fett, also sehr, sehr gesunde Geschichte auch. Und butterzart ist reines Muskelfleisch, dass die halt, oder weil die halt viel laufen und deshalb ist es auch sehr gut durchblutet und deshalb auch die Farbe. Ja. Aber ich bin jetzt da wirklich selber auch drauf gespannt. Jetzt tun wir das dann mal ein bisschen anbraten. Das könntest eigentlich du übernehmen. Okay. Genau, dann kümmere ich mich ums Gemüse. Bisschen Öl rein in die Pfanne, oder? Ja, lass es erst ein bisschen heiß werden. Okay. Okay, schon nicht heiß genug. Noch keine Brandblase. Genau. Und dann tun wir es erst im Nachhinein salzen, jetzt in dem Fall. Mhm. Genau. Ein bisschen Öl rein, ich gebe dir gerade mal, das richtige Öl dazu. Okay. Dann eine Pinzette, ganz klar. Dann dürfen wir das einfach nicht zu viel Öl rein, ist ganz klar, dass es nicht im Öl schwimmt, sondern einfach nur wirklich schön anbrät und den Kontakt zum Pfannenboden hat. Ja. Jetzt schauen wir uns mal schnell den Sellerie an. Ja, so ist gut. Genau. Machen wir da noch ein bisschen. Mal ein bisschen kurz hoch und das sieht man ja schon, wenn das Fett so weggeht, dann heißt es auch, dass die Pfanne jetzt demnächst einfach mal die Temperatur hat. Mhm. Ein bisschen brauchen wir noch. Mhm. Sellerie ist eigentlich schon weich und den haben wir einfach nur in Salzwasser gekocht. Ja, keine Zitrone und nichts dran. Der ist weich. Werden wir den schnell abgießen und dann mit einem kleinen Tropfen Sahne nochmal ein bisschen aufkochen, dass er noch etwas ausdampft. Geht, oder? Ich würde noch ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Gut. Das sind natürlich gute Pfannen. Ja, die haben die Eigenschaft, dass sie halt sehr schwer sind und einfach lang brauchen, bis sie sich aufheizen. Und da muss man denen einfach die Zeit geben, die sie brauchen. Und dann hat man einfach ein tolles Ergebnis. Ja. Also wie gesagt, Sellerie kurz abgießen. Und auch da hast du wahrscheinlich schon wahrgenommen, der riecht einfach sehr intensiv. Total intensiv, aber auch sehr positiv. Ja. Und auch hier wieder Demeter-Produkt, geht einfach nichts drüber und das ist einfach andere Liga. So, also jetzt den nochmal rein. Dann einen kleinen Schuss Sahne dazu, das müsste eigentlich gehen. Ja, ein ganz kleines bisschen noch. Okay. Genau. Kleinen Schuss Sahne dazu. Mhm. Ja. Und dann lassen wir das einfach mit dem restlichen Fond, der da noch drin ist, etwas verkochen. Dadurch dämpft der Sellerie quasi noch aus, ja, verliert an Wasser und nimmt an Dichte zu. Und den werden wir nachher mit etwas kalter Butter und ein bisschen Nussbutter oder Nussöl im Mixer ganz fein pürieren. Das können wir machen, weil der Sellerie im Gegensatz zur Kartoffel einfach keine Stärke enthält. Mhm. Und der wird einfach ganz, ganz fein. Mhm. Ja. Könnte man auch hergehen, könnte die Hälfte gekochte rote Beete dazu nehmen. Nicht mein rote Beete-Püree ging auch sehr gut. Ja. Aber wir machen es jetzt einfach mal heute nur damit. Okay. Ja. So, jetzt kannst du das Fleisch rein. Gut. Fleisch rein. Ich kümmere mich ums Gemüse. Das heißt, wir müssen es jetzt einfach in eine adäquate Form bringen. Ja. Das können wir so machen, indem man das so schneidet, dreht, so schneidet. Also schon relativ grob lassen auch. Ja. Dann darfst du mir zwischendurch, kannst du mir vielleicht kurz so eine Orange. Nee, Orange einfach durchschneiden. Durchschneiden und da haben wir eine Presse. Da schau, kannst du messen. Da haben wir eine Orangenpresse, darfst du mir die da auspressen. Genau, und dann machen wir das Gemüse mit etwas Orangensaft und guter Vanille, ja, dass es ein bisschen schöne Aromen einfach bekommt. Dann die höhere Bülle darf natürlich nicht fehlen. Ja, schöne Segmente. Dann wird das Gemüse etwas gesalzen, ja, damit es Wasser zieht und dass es nachher mehr Geschmack gibt und dass es im eigenen Saft schmort. Okay. Und ganz am Schluss können wir ein paar frische Kräuter noch dran machen. Mhm. Ja, und natürlich also zum Garen dann nach dem Salzen, wenn es Wasser gezogen hat, einfach einen Tropfen Öl. Dann wird es richtig schön geschmackig und wunderbar. Schön. Unser Straußenfilet werden wir von allen Seiten anbraten. Kommt auf dem Gitter, wie gewohnt, bei 90 Grad in den Backofen bis zu einer Kerntemperatur von 60 Grad. Also da auch wirklich rosa gehen, nicht durchgehen. Dann bleibt es auch wirklich super saftig. Ja? Und während den Sellerie mit etwas Butter, kalter Butter pürieren und Ihnen die kleinen Ergebnisse gleich nach der Werbung präsentieren und dann unser Werk vollenden und noch ein bisschen von Peter seine schönen Sachen sprechen. Also bis gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Was ich noch total vergessen habe, war heute früh auf dem Markt, wie jedes Mal, und habe da wunderschöne Steinpilze gekriegt. Hätte ich beinahe vergessen, aber Gott sei Dank habe ich mich gerade noch daran erinnert. Super schön, schauen aus wie gemalt, sind richtig fest. Und die möchte ich uns natürlich jetzt noch gönnen. Ja. Das wird dem Strauß auch gut tun. Und wenn man so schöne Steinpilze hat, dann sollte man die halt nicht so klein schneiden, sonst braucht man keine schönen Steinpilze, sondern lässt die wirklich relativ groß und brät die richtig schön an.
da darfst du dafür sorgen, dass es auch passiert, dass sie von allen Seiten schön angebraten sind und wenn sie schön Farbe haben, dann geben wir ein bisschen frische Butter dazu, die schäumt auf und dann wird es ein bisschen so übergossen, dann erst gewürzt mit ein bisschen Salz. Koriander, Fenchel brauchen wir in dem Fall nicht. Die Pilze schmecken genial so. Und dann noch ein paar Schalotten mit rein, ganz zum Schluss. Ein bisschen Petersilie kümmere ich mich drum. Ja. Also hier haben wir unseren Sellerie, der wie gesagt schön ausgedämpft ist. Und einfach noch warm oder gut heiß aufmixen, dass die kalte Butter quasi reinschmilzt und das Ganze emulgiert. Ja. Und da brauchen wir für die Menge, ein bisschen Butter darf schon sein, gutes Lebensmittel, so um den Dreh rum. Würzen tun wir es erst später, einen kleinen Schuss braune Butter noch dazu. Das gibt einfach den gigantischen Geschmack, sonst kann es auch ein bisschen runtergehen mit der Temperatur. So, jetzt mal ein bisschen Krach. Das wird jetzt richtig zu schönem, feinem Püree verarbeitet. Und da wir keine Stärke haben, haben wir vorher schon erklärt, kann man das wunderbar mixen, ohne dass da was passiert. Dann werden wir parallel dazu ein bisschen Petersilie noch schneiden. Zum einen für unsere Steinpilze und zum anderen für unser Ofengemüse. Das noch ein bisschen ruhen darf, dass es schön durchzieht. So, gut. Wunderbar. Das können wir dann wahrscheinlich direkt aus der Maschine raus verwenden. Super, so, jetzt ein bisschen Butter hin. Die Butter hin. Und wenn die schön aufschäumt und überall drüber ist, ein bisschen salzen und dann die Schalotten dazu. So, das sieht schon gut aus. Das Fleisch hat 60 Grad Kerntemperatur erreicht. Wir haben jetzt den Ofen auf 60 Grad runter gedreht und lassen das Ganze noch ein bisschen ruhen, damit sich schön entspannt und der Saft sich gleichmäßig verteilt. Püree sieht schon mal sehr gut aus. Schmeckt eigentlich auch schon fast perfekt. Auch, ja. Genau, jetzt ein bisschen salzen und dann die Schalotten und einfach nochmal zurückgehen und immer schön mit der Nussbutter quasi übergießen. Und da war die Schalotten auch schon drauf. Schalotten drauf, genau. Weil die müssen ja auch noch garen, alle rein damit. Und dann ganz am Schluss die Petersilie. Ja. Jetzt müssen wir hier noch einmal ganz kurz einen Krach machen, liebe Zuschauer. Aber nicht so schlimm. Und dann geht's ans Finale. Das heißt, wir haben noch einen tollen Wein vorbereitet. So, Sellerie-Püree passt. Wir haben einen ganz super Wein vorbereitet, den wir noch trinken müssen. Und der heißt Überflieger von Weingut Schmidt, auch natürlich regional, Bodensee. Und das Coole an dem Wein ist, der ist europaweit in der Lufthansa First Class wird der ausgeschenkt. Ja? Und der ist eigentlich, also ist ein Cuvée, Weißburgunder glaube ich auch mit drin, weiß jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr lieblich, wenn man hier trinkt. Aber in einem Flugzeug, in 8000 Meter Höhe, wo wir fliegen, ist er trocken. Ja? Und das ist das Geheimnis dieses Weines. Aber der schmeckt auch sehr gut jetzt bei uns auf, keine Ahnung, was sind wir, 300 Höhenmeter vielleicht. Friedrichshafen, nicht mehr. So ungefähr. Nö, nicht viel mehr. Was ist Isny? 720. Echt? Ich fahre ja so weit hoch. Yeah. Wahnsinn. So, also. Jetzt kannst du die Petersilie dazugeben, aber nur ein bisschen was. Ja. Der Rest brauchen wir nur fürs Gemüse. Und dann gleich ein Schlückchen nehmen und dann sind wir gestärkt und gehen ans Anrichten. Ja, ruhig noch ein bisschen. So, nochmal kurz durchschwenken, ausschalten und dann. Kurz durchschwenken, genau. Moment. Ja, schön, wunderbar. Genau, so, gehen wir ein bisschen auf die Seite. Ja. Aha, Stückle. Also Peter, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, danke. Wohl. Also ich finde den so auch sehr gut. Er ist sehr, sehr süffig, echt wunderbar. So, jetzt nehmen wir das gerade runter. Können wir das schon rübernehmen. Ja. Und richten heute mal. Natürlich haben wir noch ein kleines Sößchen vorbereitet, ganz klar. Schön aus Knochen gezogen. Dann Röschgemüse dazu, bisschen tomatisiert und abgelöscht mit Rotwein eingekocht, guten Geflügelfond drauf und das ein bisschen köcheln lassen, abpassiert, abgeschmeckt und mit einer mehlig kochenden geriebenen Kartoffel gebunden, so wie wir das immer machen. Aber das brauchen wir den ganzen Tag, darum haben wir das schon vorbereitet. So, also ich hole jetzt mal das Gemüse aus dem Ofen.
Dann können wir da noch ein bisschen Petersilie drauf machen. Ja. So, schön geröstet. Der Orangensaft ist schön eingezogen und Vanille duftet wunderbar. Und was haben wir noch? Ja, Vanille und der Orangensaft, das passt eigentlich sehr gut da dazu. Ja. So, machen wir das heute alles mal ganz rustikal vom Blech. Ja. Ich gebe dir da noch ein bisschen, Petersilie drauf. Ja. Kannst du das Ganze auch noch mal ein bisschen umrühren. Okay. Und dann darfst du mir zwei Portionen Gemüse schön so mittig anrichten. Mit platzieren. Genau. Okay. Ich komme dann mit dem Sellerie-Püree. Dann natürlich unser Strauß. Bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ja, wunderbar. Den lassen wir noch ganz kurz stehen. Den schneide ich dann hier rüben auf. Und, jawohl. Ja. Genau. So, also. Ist die Menge so gut? Ja, das passt. Passt. Genau. Vanilleschote raus. Genau. Pilzl oben drauf. Ich kümmere mich ums Püree. Ja. Und hier kann man ja wunderbar. Seidige Konsistenz. Wunderbarer Geschmack. Ja. Und da richten wir einfach hier so eine schöne Nocke an. Genau. So, Vanille. Was raus? Vanille raus, genau. Steinpilze dran, so ein bisschen was Rotes noch oben drauf und dann ist gut. Genau, das Auge ist mit. Sehr schön. Okay. Gut, stell es hin. Ja. So, hier schön das Selleriepüree drauf. Ja. Dann ein paar Steinpilze. Ja. Und das ist natürlich schon so Oberklasse. Steinpilze in der Qualität zum einen und dann halt wirklich so als große Stücke. Ja. Da hast du einfach was vom Pilz. So, das oben drauf. Wunderbar. Das Sösli machen wir drunter, dass wir vom Strauß auch schön was sehen. Ja. So, hier rüber. Wunderbar. Andächtiges Schweigen beim Anrichten. Vorfreude auf das, was kommt. So, dann werden wir gucken, ob der Strauß auch schön. Schneidet sich schon mal gut. Ja, du merkst es, schön rosa. Schaut eher aus wie Rindfleisch. Mhm. Schmeckt natürlich, ja. Geschmacklich. Geht in eine andere Richtung. Das werden wir gleich rausfinden. Ja. Also, mit dem Sohn. Genau. Wow. Das schaut aus wie Rind. Ah. Ja. Mhm. Gut. Stark. Also, schauen wir mal so, bis da drauf. Dann werden wir hier einfach. So, die Sache anrichten. Und wir hatten den ja noch nicht gesalzen. Ja. Mhm. Das heißt, müssen wir jetzt da noch ein bisschen nachsalzen. Und da bietet sich wieder unser Salz mit dem Espelette-Pfeffer wunderbar an. Das wird auch dem Strauß gut tun. So, dann würde ich sagen, schon fertig. Nimmst du unsere beiden Gläser mit. So, das war deins. Duftet herrlich, wunderbar. Ja. Und ja. Und heute sind wir mal der Überflieger, Peter, wir zwei. Ja. So, wir zwei werden uns das jetzt richtig gut munden lassen, ja, nachdem wir so viel Arbeit und Zeit investiert haben. Und Liebe natürlich ganz wichtig. Ja. Trinken einen Schluck Überflieger und freuen uns. Und ich freue mich sehr, dass Sie dieses Mal auch wieder dabei waren. Hoffe, Sie schalten das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Feuerlein kocht wertvoll. In diesem Sinne. Tschüssle. Peter, schön, dass du da warst. Ja, danke schön. Zum Wohl. Liebe Zuschauer, das nächste Mal werden Sie mich wieder ganz für sich alleine haben. Das heißt Feuerlein Solo das nächste Mal. Wir werden ganz leckere Ravioli zubereiten, ohne Ei, mit Kartoffeln. Lassen Sie sich überraschen und kochen Sie es nach. Ich würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Bis dann.
Wertvolle Zutaten. Wertvolle Gerichte. Wertvolle Gäste. Feuerlein kocht wertvoll. Jeden Sonntag um 18.30 Uhr nur auf Regel TV. Im Kabel und auf Satellit.